Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dawn of Man. So, ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Ich habe ja das letzte Mal schon erzählt. Ja, das waren voll viele, also 10 Folgen habe ich am Stück aufgenommen. Was mal echt krass und ungewöhnlich für mich ist. Aber hey, muss man machen. So, wir könnten hier uns hier noch mal ein bisschen umsehen, dass wir vielleicht hier noch irgendwie so ein weiteres Feld hinhauen. Also würde ich sagen, schicken wir unsere Leute mal hier hin. Sollen sie mal ein bisschen fällen. Und dann können wir dort hoffentlich noch so ein weiteres Feld hin machen. Warte mal, das machen wir auch nochmal weg. Und dann dürften wir jetzt alle hier erwischt haben, oder? Ja, das sollte reichen, dass wir dann hier so ein Feld runterklatschen können. Das ist goodie. Dann. Achso, Geschwindigkeit könnte man mal ein bisschen schneller wieder stellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich das letzte Mal vielleicht noch für Jagdprojekte machen wollte. Weil Alzheimer. Ach verdammt, ich wollte nachsehen, was es für Achievements gibt. Ob wir da noch welche machen wollen. So ein Mist. Okay, das habe ich ein bisschen verkackt. Bitte steinigt mich nicht dafür. So, wir könnten eigentlich mal anfangen, hier so ein Viech zu jagen. Dann altes Wildschwein, das geht auch klar. Und wir sollten uns mal wieder umsehen. Ob wir vielleicht irgendwie wieder fieses Getier haben in Form von Höhlenlöwen, Wölfen. Killerbären. Halt alles, was unser Essen weg ist. Im Sinne von unsere Tiere tötet, die wir gerne essen wollen. Das können wir nicht zulassen. Das ist nicht drin. Ich sehe aber weit und breit nichts. Wir scheinen ein richtiges Glück zu haben. Dann wieder zurück. Und wir hauen drauf. Keine Lagerplätze frei? What? Okay, das ist jetzt auch neu für mich. Warum? Was wird denn hier noch so eingelagert? Wieso produzieren wir so viel? Hatte ich nicht hier extra nochmal? Ja, ich habe hier sogar nochmal extra Getreidespeicher gebaut, damit sie das Essen irgendwie hier reinbringen. Wartet mal. Haben wir da noch Essen drin? Nein? Wird da noch Essen drin? Nein. Und da eigentlich auch nicht, weil ich das da auch ausgestellt habe. Okay, krass. Dann wäre es eventuell vielleicht ganz cool, wenn wir hier irgendwie noch ein weiteres Lager hinbauen würden. Ich weiß noch nicht so recht, was. Was wir denn da noch hinmachen, aber hey. Ach, die bringen das jetzt bis hier hin. Okay, das ist gut zu wissen. Wir machen Folgendes. Wir klatschen jetzt hier. Noch eine dicke Lagerhütte hin. Passt das so vom Abstand? Das passt so vom Abstand. Und dann werden wir hier jetzt einfach noch so ein bisschen. Nee, da war das nicht Produktion. Und dann haben wir hier einfach noch so einen Nahrungstrockner davor dahin. Und gut ist, dann müssen die nämlich nicht immer so weit laufen. Und dann haben wir jetzt zukünftig mehr Nahrungs. Mit. Was zum. Was machst du denn hier? Warum? Was soll das? Was hat sie denn da gemacht? Ich verstehe das nicht. Ist sie einfach so losgezogen und dann ist sie einfach. Ich komme darauf nicht klar gerade. Warum in Gottes Namen? Also die ist schon ein bisschen dumm, ne? Ach ja. So ist es also. Und wieso holt ihr das Zeug einfach so? Ich meine, ich finde es ja gut, dass hier wieder so ein bisschen Kinderarbeit angesagt ist. Aber hey. Da haben wir noch Hasel. Oh Gott, Haselnüsse. Das ist zum Beispiel sowas, das, wenn man meiner Oma gibt. Also Haselnüsse, dann ist sie RIP. Sie ist so extrem allergisch auf Haselnüsse. Also sollte ich sie irgendwann mal loswerden wollen, was nicht der Fall ist. Dann muss ich ihr nur irgendwas mit Haselnüssen geben. Hanuta oder so. Und dann geht sie drauf. Richtig schlimm allergisch. Wie komme ich jetzt da drauf, dass ich das jetzt erzähle? Ich habe keine Ahnung. Ihr gönnt euch Nüsse. Leckere Haselnüsse.
Im Übrigen läuft es verdammt gut, würde ich sagen. Also ich denke, die Challenge werden wir sehr zügig abschließen. Sehr, sehr zügig. Ist das eine Ratte? Achso, jetzt dachte ich hier, das ist eine Ratte, aber es ist in Wirklichkeit einfach nur ein Schaf. Die Feuersteinmine ist erschöpft. Das ist nicht so geil, aber das macht mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts aus. Wir werfen hier lieber mal einen Blick auf die Felder. Kommt ihr hinterher, meine Freunde? Eigentlich solltet ihr hinterher kommen. Es sieht, denke ich, auch soweit ganz gut aus. Was mich jetzt aber ein bisschen wundert ist, wo sind eigentlich unsere ganzen Wagen hin? Die müssen ja irgendwie sonst wohin gezogen werden oder sie sind kaputt gegangen. Ich bin verwirrt. Ich sehe die auf alle Fälle viel zu wenig in Nutzung. Und aus dem simplen Grund werden wir jetzt gleich nochmal anfangen, dass wir hier so ein paar Dinger hinstellen. Da baut man hier noch einen Schlitten. Die haben die Dinger bestimmt wieder sonst wohin geschleppt. Ich kenne euch doch. Ihr macht immer wieder so einen Quatsch. Ich weiß es genau. Und wir brauchen die halt. So, wie sieht's aus? Eigentlich ganz gut. Halt. Achso, das war ein Stier. Jetzt dachte ich fast, hey, da kommt so ein Bär rum. Aber ist nicht der Fall. Alles klar. Sind wir safe, dann können wir das mal zulassen. Schau mal, die tragen das schon wieder allein, per Hand. Ich verstehe das nicht. Und wartet. Nein. Alles Mögliche, nur das nicht. Denn dafür haben wir jetzt ja wohl mehr als genug Getreidespeicher. Haut das Zeug bitte hier rein. Da ist noch Fleisch drauf. Hallo? Der Hund ist RIP. Ihr könnt ihn nicht einfach so rumliegen lassen. Wir müssen ihn essen. Apropos, der Hund ist RIP. Da müssen wir mal ganz kurz nachsehen, denn ich hatte in Erinnerung, dass das irgendwie nicht so gut läuft bei uns gerade. Ein Jungtier haben wir hier bei den Weibchen und hier haben wir ein Adulttier. Die müssen aber ordentlich hier ran. Die müssen ordentlich ran. Genau, schnappt euch die Schafe. Gibt's ihnen. So, aber im Groben sieht's eigentlich ganz gut aus. Wir können uns jetzt nicht beschweren. Müssen wir noch Hütten bauen? Nee. Da haben wir auch genügend Hütten. Dann müssen wir doch eigentlich, wir müssen hier noch genügend Platz für Lager und so weiter haben. Ich verstehe das nicht. Und wo ist eigentlich der nächste Händler? Es war schon länger kein Händler mehr da. Drei neue... Wow. Wow, also das ist echt gut. Ja, wir müssen wirklich gucken, dass wir hier nochmal ein Feld hin... Oh, wartet mal. Die Stöcke muss unbedingt jemand jetzt hier wegbringen. Damit ich dort mein Feld hinbauen kann. Holt die. Und wie wäre es hier mit Ernten? Wartet mal, wir schauen mal, ob sich hier irgendwie noch was befindet, was wir hier abernten können. Da befindet sich was, ja. Dann hauen wir das hier hin. Das ist gut und ein Händler ist hier. Was hast du denn dabei? Was bräuchten wir? Das ist die große Frage, was bräuchten wir? Wir haben eigentlich alles und die Händlerkommission ist durchschnittlich. Das heißt, der hat uns noch nicht mal wirklich was zu bieten. Nichts, was mich hier ehrlich gesagt antörnen würde. Wir könnten höchstens so ein paar Lederoutfits kaufen. Aber eigentlich muss das auch nicht sein. Eigentlich brauchen wir nichts, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nö. Du darfst wieder gehen. Du bist unnütz. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir kommen super duper voran. Jetzt müssen wir uns halt nur noch was einfallen lassen.
Ich glaube, wir müssen mich hier noch ein bisschen weiter bauen. Aber hier haben wir jetzt ja natürlich das Problem. Hier geht der Hügel los. Für wie viele Leute haben wir aktuell Platz? Wir haben aktuell Platz für 72. Was würde denn jetzt Sinn machen? Hier hinten ist es eigentlich relativ gerade, dass es so geht. Hier auch. Das heißt, ich würde wahrscheinlich jetzt sogar sagen, hey, wir machen hier jetzt ein paar Häuser hin. Hier vorne. Ja, so in etwa. Und dann bauen wir noch ein weiteres Wohnhaus hin. Das sollte ganz okay sein. Mal wieder ein Schneesturm, den wir völlig ignorieren, weil wir echte Ärsche sind und unsere Leute uns überhaupt nichts wert sind. Oh, wartet mal. Das jetzt geholt. Jetzt ist das das abholen. Ich habe euch den Auftrag nicht einfach nur zum Scheiß gegeben, sondern bringt den Kack weg. Und Leute, zieht euch vielleicht mal was an im Schneesturm? Ihr seid hier halb nackt unterwegs, wirklich. Was stimmt nicht mit euch? Ja, da würde ich mich auch nicht freuen. Los, los. Geht in eure Hütten und irgendein Heini muss das Zeug jetzt hier endlich mal holen. Ja, genau, Kind. Sei fleißig und nimm die Stöcke mit. Jetzt ist dir auch noch kalt, dein Ernst? Diese Kinder von heute, ne, die halten auch gar nichts mehr aus. So, was haben wir denn jetzt hier aktuell angebaut? Hier haben wir Linsen angebaut, hier haben wir Kichererbsen angebaut, dann bauen wir da noch irgendwie was anderes an, was. Ja, nehmen wir die Wicking-Linse, oder? Normale Erbsen? Wir nehmen, glaube ich, mal normale Erbsen. Nee. Finde ich nicht so cool. Das verstehe ich nicht, dass es hier nicht irgendwie geht. Wobei das hier halt schon echt gut wäre. Und wenn wir das noch ein bisschen rüberziehen, wartet mal. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, dann müssen wir halt damit leben, so. Dann müssen wir damit leben. Aber das wird schon alles funktionieren, denke ich. Und wenn wir jetzt immer noch zukünftig auch noch die Erbsen also zusätzlich haben, dann denke ich mal, ist dazu ziemlich alles safe. Da kommen wir dann ganz gut hin. Wir könnten eigentlich auch dann demnächst mal gucken. Können wir eigentlich schon die Bäume da hier hinbauen? Birnbaum oder sowas? Nicht so wirklich, ne? So ein paar Kirschen können wir dann auch noch irgendwo hin tun. Aber das machen wir dann später mal. So. Tun hier eigentlich fleißig all ihre Sachen, die sie tun sollen. Wir gehen nochmal in die Ursicht. Dann können wir vielleicht hier mal wieder irgendwas erlegen. So viel ist hier gar nicht los, ne? Hier, die Kuh ist allein. Die können wir uns eigentlich mal schnappen. Dazu sollten wir uns hier jetzt mal ein paar Leute holen. Und wir halten H gedrückt und kriegen exakt zwei Leute. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Jetzt haben wir vier Leute bekommen, oder? Ja, gut, nehmen wir die. Einer davon ist unglücklich, das ist sehr schön. Hingehen, töten, looten, essen. Die Leute glücklich machen. Wieso gehst denn du jetzt weg? Don't get it. Das ist schon wieder ein Schlitten nicht mehr nutzbar. Oha, oha, oha. Wir pausieren mal ganz kurz. Und dann sagen wir gleich mal, hey, baut den Leuten Schlitten. Okay, und weiter geht's. So, das sind diese traurigen Menschen, die wir hier losgeschickt haben. Wieso sind das jetzt plötzlich nur noch drei? Schwören können, es waren vier. Ach so, da ist der vierte.
Und wenn die einfach so ein bisschen rennen würden, was haltet ihr denn davon? Dann würden wir nämlich auch morgen wieder fertig sein. Und nicht erst übermorgen. Okay, ist gut. Die sind schon mal hier hingerannt. Das finde ich klasse. Und jetzt tötet ihn. Und du sagst jetzt, nee, kein Bock mehr oder was? Ach so, du hast da auch nichts dabei. Okay, du warst damit auch gar nicht gemeint. Ey, wenn du jetzt hier durchschwimmst, ne, dann werde ich echt irre. Bleib gefälligst da stehen und dann töten wir nämlich auch noch hier den Riesenhirsch. So. So machen wir das. Oh ja. Tötet ihn! Alter Falter. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Das sind voll die Lappen. Was haben die denn für Waffen dabei? Bogen, Bogen. Okay, eigentlich müsste das passen. Kommt, jetzt tötet man auch hier den Riesenhirsch. Und das ist doch schon wieder irgendeiner verschütt gegangen. Ach, keine Ahnung, ich geb's auf. Irgendeiner ist doch da schon wieder zurückgelatscht. So, vielleicht heute noch. Und wenn ihr den dann jetzt killt, dann dürft ihr sogar wieder nach Hause laufen. Oh Mann, komm. Yes. Jetzt haben wir noch ein Tier hier. Das ist ganz allein und einsam und hat keine Familie. Tötet es. Und dann würde ich sagen, geht alles klar. Dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Da wollen wir ja gar nicht so sein. Wir brauchen ja eigentlich auch nur das Leder. Das ist nur ein bisschen unser Problem. Perfekte Sache. Ich bin sehr stolz auf euch. Habt ihr gut gemacht. Jetzt dürft ihr wieder nach Hause. Oh, was? Ist ein Steinbock. Oh nein. Wer hat sich eine Infektion zugezogen? Einer unserer tapferen Jäger. Ja gut, der ist RIP, ne? Der ist dann mal RIP. Schlecht gelaufen. Aber so ist das. Wie sieht das hier eigentlich aus? Hier sieht es ganz gut aus. Kriegen wir, wenn wir das hier abernten? Eigentlich auch irgendwie. Ja, Stroh oder so? Ich glaube nicht, ne? Der Händler ist angekommen. Bitte hab jetzt mal was Vernünftiges dabei. Der hat wieder nur Müll dabei. Was soll ich denn damit? Ja gut, dann kaufen wir uns einfach so ein paar Feuersteinäxte. Und kaufen wir das, damit wir irgendwie wenigstens irgendwas loswerden. Hier, Knochenharpunen kannst du haben. Vielleicht auch noch ein Knochenspeer und noch eine Knochenharpune. Und wir geben dir sogar noch ein bisschen Korn. War jetzt kein guter Deal, aber hey. Kar ist verhungert, wieso? Also, die KI ist dumm, aber ich bin irgendwie auch dumm. Ich hätte sehen müssen, dass sie schon wieder irgendwelche Bedürfnisse haben. Und die Was? Warum zum Geier sterben gerade alle unsere Jäger? Das kann doch nicht wahr sein. Das glaubst du nicht. Das glaubst du wirklich nicht. Was ist da passiert? Oh Gott, es ist schon wieder jemand umgekippt, oder? Habe ich da gerade richtig gehört? Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Das ist gut. Wir haben keine Feuersteine. Das ist nicht gut. Aber, nachdem jetzt sowieso schon knapp 20 Minuten sind, würde ich sagen, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle. Wir sehen uns morgen wieder.
Und dann gucke ich jetzt gleich direkt im Anschluss nach den Achievements, ob wir da noch irgendwie was brauchen, irgendwas Besonderes töten müssen. Und vielleicht machen wir das dann noch so nebenbei. Wenn nicht, dann schreiten wir endlich mal in der Zeit fort und dann sorgen wir dafür, dass wir bald Kupfer haben. Und Alter, sind die alle unglücklich. Die sind aber wirklich sehr unglücklich. Da müssen demnächst mal wieder so ein paar Gangster vorbeikommen, die wir töten können, weil dann sind unsere Dorfbewohner wieder glücklich. Andere Leute umbringen, macht sie froh. Diese kleinen Psychopathen. Naja, ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.